Jüdisches Leben, Geschichte und Kultur in Hessen. Der Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung mit Isabel Gatthof. Meine Studiogäste heute: Dr. Kerstin von der Krone und Abraham de Wolf. Wir sprechen über den Kampf um Gleichberechtigung und den jüdischen Abgeordneten Gabriel Rieser in der Paulskirche. Frankfurt, 29. August 1848. Wir melden uns mit einer parlamentarischen Sternstunde aus der Frankfurter Paulskirche. Rede und Gegenrede von zwei Abgeordneten der Nationalversammlung erregten heute großes Aufsehen. Der württembergische Finanzbeamte Moritz Mohl brachte einen Änderungsantrag ein, der Juden das Prinzip auf Gleichheit vor dem Gesetz strittig macht und sich somit deutlich gegen die Bestrebungen einer rechtlichen Emanzipation der Juden positioniert. Der Hamburger Jurist Dr. Gabriel Rieser konterte daraufhin mit einer fulminanten Gegenrede. Ich nehme das Recht in Anspruch, vor Ihnen aufzutreten im Namen einer seit Jahrtausenden unterdrückten Klasse, der ich angehöre durch Geburt und der ich, denn die persönliche religiöse Überzeugung gehört nicht hierher, ferner angehöre durch das Prinzip der Ehre, dass es mich hat verschmähen lassen, durch einen Religionswechsel schnöde versagte Rechte zu erwerben. Im Namen dieser unterdrückten Volksklasse gegen gehässige Schmähungen vor Ihnen das Wort zu ergreifen, dieses Recht nehme ich in Anspruch. Der geehrte Vorredner hat seinen Antrag in einer Unwahrheit gefasst. Er will nämlich den israelitischen Volksstamm durch Ausnahmegesetze von dem für alle gleichen Rechte ausgeschlossen haben. Ferner führte Rieser aus: Ich selbst habe unter Verhältnissen der tiefsten Bedrückung gelebt. Und ich hätte bis vor kurzem in meiner Vaterstadt nicht das Amt eines Nachtwächters erhalten können. Ich darf es als ein Werk, ich möchte sagen, als ein Wunder des Rechts und der Freiheit betrachten, dass ich befugt bin, hier die hohe Sache der Gerechtigkeit und der Gleichheit zu verteidigen, ohne zum Christentum übergegangen zu sein. Und so lebe ich denn in der festen Zuversicht, dass die gute Sache bereits gesiegt hat, ungeachtet der letzten Aufwallung des bösen Willens von wenigen Seiten her. Die Juden werden immer begeisterte und patriotische Anhänger Deutschlands unter einem gerechten Gesetz werden. Sie werden mit und unter den Deutschen Deutsche werden. Vertrauen Sie der Macht des Rechts, der Macht des einheitlichen Gesetzes und dem großen Schicksal Deutschlands. Glauben Sie nicht, dass sich Ausnahmegesetze machen lassen, ohne dass das ganze System der Freiheit einen verderblichen Riss erhalten, ohne dass der Keim des Verderbens in dasselbe gelegt würde. Es ist Ihnen vorgeschlagen, ein Teil des deutschen Volkes der Intoleranz, dem Hasse als Opfer hinzuwerfen. Das werden Sie aber nimmermehr tun, meine Herren. Ja, und so oder so ähnlich hätte sich das vielleicht damals angehört, wenn denn anno 1848 bereits das Radio erfunden gewesen wäre. Und damit begrüße ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich zur ersten Ausgabe unseres Podcasts zu jüdischem Leben, Geschichte und Kultur in Hessen, in der wir uns heute mit jüdischen Abgeordneten der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche beschäftigen. Insbesondere aber dem 1806 in Hamburg geborenen und vor ziemlich genau 160 Jahren auch in Hamburg gestorbenen Dr. Gabriel Rieser widmen. Kleine Trivia am Rande noch. In den Ausschnitten aus Riesers berühmter Paulskirchenrede gerade eben haben wir seinen Ur-Urgroßneffen Clemens Rieser sprechen gehört, der zeitlebens stets um die Erinnerung an die Errungenschaften seines berühmten Ur-Urgroßonkels Gabriel bemüht war. Ich kannte Clemens Rieser zugegebenermaßen noch ganz gut, leider verstarb er aber schon vor einigen Jahren in Frankfurt. Vielleicht kurz auch noch ein paar Worte zu meiner Person. Ich bin Isabel Gatthof, Autorin, Filmemacherin und Medienproduzentin aus Hanau und beschäftige mich seit gut 10 Jahren mit der jüdischen Geschichte der Region, insbesondere aber dem Zeitalter der jüdischen Emanzipation
mit Moritz Daniel Oppenheim, übrigens auch ein Hanauer, mittendrin, der im Jahre 1800 in meiner Heimatstadt Hanau geboren wurde und nicht nur als erster jüdischer Maler der Moderne mit akademischer Ausbildung, sondern später auch als Maler der Rothschilds und Rothschild der Maler in die Geschichte eingehen sollte. Ja, und Moritz Daniel Oppenheim war übrigens auch ein guter Freund Gabriel Riesers, der diesen auch porträtierte. Ja, und so schließt sich dann ein Kreis. Ja, und ich bin hier heute natürlich nicht alleine im Studio, sondern darf neben mir noch Frau Dr. Kerstin von der Krone begrüßen. Sie ist als Historikerin und Judaistin Expertin für moderne jüdische Geschichte und leitet seit Ende 2019 die Hebraika- und Judaika-Sammlung der Universitätsbibliothek Frankfurt am Main. Herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Ebenfalls als Studiogast darf ich hier neben mir sitzend Abraham de Wolf begrüßen, der als Rechtsanwalt für Softwarerecht und künstliche Intelligenz sowie als Autor von diversen Publikationen zum jüdischen Gesetzesdenken und zur Religionsfreiheit zwei ganz spannende Schwerpunkte in seiner Vita kombiniert. Herzlich willkommen, Abraham de Wolf. Danke für die Einladung. Ja, Herr de Wolf, dann möchte ich doch mal gleich die erste Frage an Sie richten. Nämlich, wir haben Ausschnitte aus der berühmten Rede Riesers aus dem Jahr 1848 gehört. Worum genau ging es damals in der Debatte? Diese Debatte ist eine der wichtigen Debatten in der Geschichte der Demokratie in Deutschland. Und Gabriel Rieser war genau der Richtige, sie zu führen. Es ging um einen Satz in der Verfassung, die dann die Paulskirche, die Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche beschlossen hat. Und später auch diesen Satz haben sie auch in Weimar für die Weimarer Verfassung beschlossen. Und im Grundgesetz steht dieser Satz auch. Das ist also ein prägender Satz in der Geschichte der deutschen Demokratie und der lautet: Durch die religiöse Bekenntnis wird der Genuss der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte weder bedingt noch beschränkt. Das heißt, ich darf wegen meiner Religion nicht diskriminiert werden. Und Gabriel Rieser ist das Beispiel für diese Diskriminierung. Er war ein exzellenter Schüler. Er hat Jura studiert, war ein exzellenter Student, hat promoviert, hat die beste Note für seine Promotion erhalten und durfte weder Professor noch Richter noch Rechtsanwalt werden, weil er jüdisch war. Also da klingt schon mal durch, für was Rieser sich natürlich in erster Linie stark gemacht hat, nämlich die jüdische Emanzipation. Vielleicht noch kurz etwas zur Personalie Dr. Gabriel Riesers. Sie haben sich ja viele Jahre auch mit Gabriel Rieser beschäftigt. Könnten Sie uns da vielleicht noch ein bisschen was zu seinem Werdegang erzählen? Also er stammt aus einer sehr berühmten Rabbinerfamilie und hat aber als Jugendlicher schon beschlossen, er will Rechtsanwalt werden. Er will nicht Rabbiner werden. Juristen und Rabbiner beschäftigen sich natürlich mit dem Gesetz, also die Rabbiner mit den jüdischen Gesetzen und Rechtsanwälte mit dem staatlichen und Verträgen und solche Sachen. Und das Recht, das stand für ihn im Mittelpunkt, denn das ist die Sicherheit gegen Willkür. In der Paulskirche ging es und auch in der Weimarer Republik und in der Bundesrepublik geht es ja darum, dass vom Staat aus keine Willkür herrscht, sondern jeder hat seine Rechte und kann sein Leben entsprechend in Freiheit gestalten. Wenn ich aber der Willkür ausgeliefert bin, dann habe ich diese Freiheit nicht. Und das stand für den Rieser im Zentrum seines Denkens und seines Redens. Und als er nicht Rechtsanwalt oder Professor werden durfte, hat er dann als politischer Schriftsteller gelebt. Er hat 1830 die Zeitschrift Der Jude gegründet und darin für die Rechte der Juden, dass sie gleichberechtigt mit allen anderen Bürgern sind. Dafür hat er sich eingesetzt, dafür wurde er auch berühmt. Unter allen Demokraten, die es natürlich damals gab, die nicht demokratisch gesinnt waren, waren gegen ihn. Deshalb wurde er in Hamburg nicht gewählt zur Nationalversammlung in der Paulskirche, aber in einem Landkreis in Schleswig-Holstein. Da wollten die Demokraten
genau ihn haben. Sein Gegenkandidat wurde von der evangelischen Kirche unterstützt. Also die evangelische Kirche war der Gegner damals von der Befreiung der Juden von dieser tiefen Diskriminierung. Keine Berufswahl, man durfte nicht entscheiden, wo man leben wollte und so weiter und so weiter. Da sind wir thematisch ganz nah dran an der jüdischen Emanzipation. Vielleicht könnten Sie uns das noch mal kurz einordnen. Für was genau stand denn die jüdische Emanzipation? Für welche Rechte kämpfte man und was machte gerade die Debatte so zentral für die deutsche Demokratiegeschichte? Wenn ich einen Teil der Bevölkerung ausschließe und diskriminiere und sage, du darfst das nicht, das nicht, das nicht, dann habe ich keine Gleichheit. Dann habe ich keine Demokratie. Denn die Demokratie basiert ja darauf, dass alle Bürger gleich behandelt werden, dieselben Rechte haben und natürlich dieselben Pflichten. Und darum ging es Rieser und darum ging es auch den Juden in der damaligen Zeit, dass sie nicht diskriminiert werden, sondern wie jeden anderen normaler Bürger leben dürfen. Und trotzdem jüdisch sein, also der Zwang und der Druck zum Christentum überzutreten, wurde ausgeübt, indem man sagt, Herr Rieser, toller Jurist, Sie dürfen Ihren Beruf ausüben, aber vorher zum Christentum übertreten. Und das wollte er nicht. Deshalb in seiner Rede sagt er, es ist eine Frage der Ehre. Also er hat es abgelehnt, um seinen Beruf auszuüben, seine Religion wechseln zu müssen. Ja, Stichwort Rede und tatsächlich auch Widrigkeiten und auch Widersacher. Es gab ja eine Rede, die Riesers Rede zuvor ging, nämlich die Rede Mohls. Könnten Sie uns da vielleicht etwas zur Personalie Mohls erzählen? Weil seine Vita ist ja auch nicht ganz uninteressant. Er war Liberaler. Er wollte also die Vorrechte des Adels abschaffen. Er wollte eine parlamentarische Demokratie, so wie Rieser ja auch. Aber als Finanzbeamter hat er einen wichtigen Punkt in der Diskriminierung der Juden im Blick, nämlich die Sondersteuern, die zusätzlichen überhöhten Steuern, die Juden zahlen mussten. Und als Finanzbeamter wusste er, dass diese Einnahmen wichtig waren. Und deshalb war er trotz seiner liberalen Überzeugung für die Beibehaltung der finanziellen Diskriminierung, also der Sondersteuern von Juden. Und das ist natürlich nicht möglich, denn dann wird man nicht gleich behandelt wie alle, sondern man wird dann finanziell stark belastet, weil man Jude ist. Und das widerspricht elementar dem Gleichheitsprinzip und diesem Satz, dass das religiöse Bekenntnis keine Beschränkungen begründet. Das ist dieser Satz. Und deshalb musste der Gabi Rieser den Mohr zurechtweisen. Wir haben es ja zu Beginn schon gehört, dass Dr. Gabriel Rieser und Moritz Daniel Oppenheim eine Freundschaft verband. Stichwort, er wird mir gemütlich schwer, dieser Antrag. Das ist nämlich der Titel der besagten Karikatur, die genau Bezug nimmt auf eben diese Debatte zwischen Mohl und Rieser. Frau Dr. von der Krone, vielleicht können Sie uns da ein bisschen was zu erzählen, weil gerade diese Karikatur ja auch etwas mit Ihrer Abteilung, wenn ich das so sagen darf, zu tun hat. Also vielleicht beschreibe ich ganz kurz, was man auf dieser Karikatur sieht. Denn das ist, glaube ich, das macht sie so faszinierend. Denn sie zeigt letztendlich das, was Rieser tut. Er reagiert direkt auf Mohl und er springt ihn quasi bildlich, so ist es hier dargestellt von Oppenheim, in den Nacken. Also wir sehen Mohl am Rednerpult, aber nur noch gedrängt, weil auf ihm sitzt der durchaus füllig dargestellte Gabriel Rieser und der erdrückt ihn mit seiner Antwort. Also bildlich wird dargestellt von Oppenheim, wie diese Antwort gewirkt haben muss. Also es ist eigentlich ein ganz faszinierendes Bild und zeigt letztendlich die Wucht, mit der diese Rede, und das ist ja die Geschichte, die wir kennen, eingeschlagen hat in dem Moment. Und soweit ich, und Herr de Wolf kann das kurz vielleicht nochmal bestätigen, weiß, ist die ja spontan gehalten. Also auch in der Rhetorik, wie wir sie gehört haben, in der Situation. Und diese Situation, finde ich, schafft hier Oppenheim ganz wunderbar in eine Illustration, in dem Fall in eine Grafik zu gießen, die dann als Flugblatt zirkulierte.
und durch die Presse ging und als einzelnes Blatt eben von Menschen gesehen wurde und dann eben illustriert zeigte, was in der Paulskirche passierte. Ja, das ist ja eine ganz spannende Überleitung zur Macht der Medien und visuellen Medien, die ja heute auch eine ganz besondere Relevanz in der Gesellschaft haben. Wie könnte man da eine Brücke schlagen, was die Karikaturen der damaligen Zeit, die eben die Gesellschaft über die Vorgänge in der Paulskirche informiert haben, zur heutigen Zeit? Also wenn wir da an die visuelle Kommunikation denken, welche Parallelen könnte man da ziehen? Also wir hatten ja im Vorgespräch uns auch ein wenig ausgetauscht und ganz spontan, vielleicht auch für das hier adressierte Publikum, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie soziale Medien, wie Instagram, wie auch Memes auf Twitter und ähnliches. Also wir haben ja eine bildliche Darstellung eines sehr, sehr, also eines unmittelbaren historischen Momentes. In der Zeit war natürlich das ein ganz anderes Medium. Das war gedruckt, das war auf Papier, aber es war in der Zeit ein ähnlich schnelles Medium, denn im frühen 19. Jahrhundert hat sich oder in der ersten Hälfte hat sich die Medienlandschaft extrem verändert. Presse wurde immer schneller, immer billiger zugänglich, Zensur fiel zum Teil weg, immer mehr Menschen konnten das lesen. Aber gerade Flugschriften und Flugblätter, in denen diese Abbildungen dann auch noch extra zusätzlich zur Presse zirkulierten, adressierten übrigens auch die nicht so gut lesen konnten. Ne? Also sie haben ein ganz anderes Publikum erreicht. Und was auch noch wichtig ist, was wir heute oft vergessen, das hat ja nicht nur eine Person gesehen. Diese Blätter sind in Tavernen, also in Restaurants, in Gaststätten, in Cafés diskutiert worden. Sie wurden angeschlagen an Bäume, Hauswände oder was auch immer. Und sie waren tatsächlich auch für die Obrigkeit, die dann natürlich dann wieder versuchte, auch über Zensur die Dinge habhaft zu werden, gar nicht so einfach einzufangen. Und das ist sicherlich auch vielleicht eine kleine Parallele zu heute. Und das vielleicht nur dann auch vielleicht zum Grund, warum ich hier sitze. Die Universitätsbibliothek in Frankfurt am Main hat nicht nur umfangreiche große Bestände zur Frankfurter Geschichte und übrigens auch zur Frankfurter jüdischen Geschichte, aber auch große Sammlungen zu 1848. Und dazu gehören als besonders spannendes Material eben zwei Flugschriften bzw. Flugblattsammlungen. Und eine davon, und das ist das wirklich auch, wo dann Historiker so ein bisschen das Herz warm wird, die Gabriel Rieser selbst gesammelt hat. Und die haben wir erst letztes Jahr von der Familie Rieser erhalten. Sie hat auch mal Clemens Rieser gehört, den wir ja schon anfangs in dieser Einspielung auch mit der eigenen Stimme hörten. Und sie ist uns von seiner Schwester im letzten Jahr übergeben worden. Und Gabriel Rieser hat die persönlich gesammelt. Und das empfand ich nochmal als eine ganz spannende Sache, die auch nochmal die Bedeutung dieser Medien in der Zeit widerspiegelt. Er hat diesen Flugschriften so viel Bedeutung beigemessen, dass er sie gesammelt hat. Und die Familie hat sie, wie gesagt, aufbewahrt. Und wir freuen uns natürlich, dass wir die heute zusammen mit einer schon länger im Hause verfügbaren Sammlung online bereitstellen können. Also es kann jeder recherchieren, von zu Hause, vom Sofa oder auch aus dem Café oder wo auch immer. Wie wirkt diese Karikatur Oppenheims auf Sie, Herr de Wolf? Richtig gehen, passend, unglaublich passend. Also die Wucht dieser Rede, die spiegelt sich in der Darstellung des etwas korpulenten, kräftig auftretenden Gabriel Rieser und der kleine Finanzbeamte mit seinen kleinlichen finanziellen Interessen, die Gleichstellung umkippen sollte, wird von dem Vertreter der Gleichheit erdrückt. Und wie waren damals die Reaktionen auf eben diese Rede? Wie ging es weiter? Eine begeisterte Zustimmung. Eine überwältigende Mehrheit hat für diesen Satz gestimmt, dass in der Verfassung steht, keine Diskriminierung wegen der Religion. Und die Abgeordneten haben wenige Wochen später den Gabriel Rieser zum Vizepräsidenten des Parlaments gewählt. Das gab es vorher nie, dass ein Jude in Deutschland eine so hohe Position hatte. Und darauf gab es natürlich antisemitische Reaktionen. Ah ja, da kommt mir ja auch die Karikatur mit dem syrischen Bock, der zum deutschen Leithammel erwählt wird, in den Sinn. Und tatsächlich nimmt das ja genau darauf Bezug, nicht wahr? Ja, das ist also eine Karikatur, die sehr zur antisemitischen Einstellung passt. Nämlich, es geht darum, einen Juden nicht als Deutschen zu sehen,
sondern als Immigrant, obwohl das gar nicht stimmte. Und was war besonders fremd? Ja, das Syrische. Also ein Jude ist ein Syrer, der syrische Bock. Und dann zum deutschen Leithammel erwählt. Das heißt also, ein Vizepräsident leitet ja zusammen mit dem Präsidenten die Nationalversammlung. Aber das wird heruntergemacht, nämlich zu einem Leithammel, als ob die Abgeordneten, die frei gewählten, die ersten frei gewählten Parlamentarier in Deutschland wurden zu einer Schafsherde damit degradiert durch den Antisemitismus. Der Antisemitismus zeigt auch hier ganz exemplarisch, also wir sehen da einen Ziegenbock und das Gesicht ist nicht eine Ziege, sondern das ist das Gesicht von Gabriel Rieser. Wir zeigen also, wie zutiefst antidemokratisch der Antisemitismus ja ist. Also das Parlament wird zu einer Schafsherde. Das ist ja wie die AfD ja heute. Die versuchen immer, den Bundestag herunterzudrücken und herunterzuziehen, negativ. Und das ist antidemokratisch, weil wir ja alle wissen, die Demokratie drückt sich in freien Wahlen und im Parlament aus. Wenn wir jetzt beide Karikaturen nebeneinander legen, die eine, die durchaus eher eine Darstellung, also sie ist eine überzogene Darstellung, Karikaturen sind immer überzogene, also sie überspitzen, aber letztendlich uns bildlich macht, wie diese Rede gewirkt hat, aber nicht mit Ressentiments beladen. Und hier haben wir eine Ressentiment beladene Darstellung, ein antisemitisches Bild. Das ist aber gar nicht ungewöhnlich, das muss man sagen. Also diese Abbildungen, diese Illustrationen sind, wie übrigens ja auch heute, wenn wir an Karikaturen denken und die großen Debatten um Karikaturen, sind natürlich Produkte der Zeit. Aber keine Rechtfertigung für den Antisemitismus. Nein, 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 nein. Sie sind eine Quelle. Sie sind ein Beleg für das, was in der Gesellschaft gedacht wurde. Und wir können in diesen Sammlungen, die wir haben, sehen wir das sehr häufig. Wir sehen das mit auch Gesichtszügen von einzelnen Personen, die antisemitische Züge tragen, die so bekannt sind auf der Zahl. Stereotypisierung ganz stark, ganz stark. Und dann eben auch dieses Bild. Es gibt auch so Darstellungen, die dann die Juden zeigen, wie sie gegen etwas protestieren, was auch gar nicht stattgefunden hat und ähnliches. Und das ist natürlich, und das ist auch wiederum spannend, auch unter den Karikaturen, die Rieser selbst gesammelt hat. Also, aber das ist letztendlich Ausdruck des Denkens der Zeit, das hier in bildliche Sprache gegossen ist. Und ja, das ist auch eine wichtige Quelle zu verstehen, wie das dargestellt wurde. Aber letztendlich hier kommt ja noch, und das vielleicht auch noch zur Erwähnung, diese Darstellung hat auch noch einen Text. Also hier spricht Bild und Text auch noch miteinander. Und da ist auch dieser Untertitel, wie das gerade gut beschrieben wurde, sehr wichtig. Also das ist nicht nur die Bildhaftigkeit. Aber es ist letztendlich nicht ungewöhnlich für die Zeit. Und es findet sich sehr viel. Und da können wir natürlich auch leider zu heute, das ist natürlich auch aktuell sehr schwierig, genau, viele Parallelen finden. Wollte ich gerade sagen. Und da gibt es einen wichtigen Punkt. Also wenn man sagt, das war damals üblich. Ja genau, das Feindbild war damals üblich und dagegen haben die Demokraten angekämpft. Und das ist immer das Thema, auch heute. Wer Demokratie will, muss gegen Feindbilder ankämpfen. Ja. Ja. Trefflich formuliert. Es wird deutlich, ja, auf welche lange Traditionslinie diese Verschwörungserzählungen nun zurückblicken können. Wir sind im Jubiläumsjahr von 175 Jahren Paulskirche in Frankfurt. Welche Relevanz hat die Debatte und auch letztlich das Thema für die heutige Zeit? Also die Paulskirche ist ein Ort der deutschen Demokratie. Und sie hat sich nicht durchsetzen können. Die preußischen Militärs waren stärker. Die Demokratie hatte keine Armee, aber der Adel und die Könige hatten Armeen und die haben sie eingesetzt. Und letztendlich haben sie die Revolution und den Versuch, eine Demokratie zu etablieren, zerschlagen. Aber daran haben wir uns immer wieder erinnert und daran orientiert. Die Verfassung von Weimar, die Verfassung, die wir in der Bundesrepublik haben, orientieren sich an die in der Paulskirche beschlossenen Grundrechte. Ohne Grundrechte keine Demokratie, keine Freiheit, keine Möglichkeit zu leben, wie Mann oder Frau will.
Das ist ja das Entscheidende. Darum geht es. Keine staatliche Willkür, wenn ich eine Verfassung habe und die Verfassung durchsetzen kann. Die Pauluskirche hat die Verfassung beschlossen, die Grundrechte, die bis heute in unserem Grundgesetz wirksam sind. Aber sie hat sie damals nicht durchsetzen können gegen das preußische Militär. Ja, genau. Und 1849 scheiterte dann ja die Nationalversammlung. Auch wenn die Paulskirche rechtlich gescheitert ist, es gab kein Zurück in die uralten Diskriminierungen. Es lockerte sich immer weiter im Laufe des Jahrhunderts und 1860/61 wurde Gabriel Rieser in Hamburg sogar zum Richter ernannt. Kurz danach starb er, aber eigentlich hat er am Lebensende endlich das bekommen, wofür er so lange gekämpft hatte, nämlich die Anerkennung als Jurist, als Richter. Und als erster jüdischer Richter Deutschlands tatsächlich. Ja, wir haben eine ordentliche und starke Geschichte der Demokratie. Und immer wieder wurde sie besiegt, aber immer wieder kam sie wieder. Und daran müssen wir oder können wir uns orientieren. Und deshalb gibt es ja auch diesen Vorschlag des Bundespräsidenten in Frankfurt im Zusammenhang mit der Paulskirche, ein Haus der Demokratie einzurichten. Und es geht jetzt um eine Debatte, was konkret in diesem Haus der Demokratie passieren soll und was dargestellt werden soll. Ich darf daran erinnern, dass in der Paulskirche es seit Jahrzehnten eine Ausstellung gab, die diese Debatte um Gabriel Rieser und die Gleichheit vor dem Gesetz und die Religionsfreiheit mit keiner Silbe erwähnt hat. Mit keiner Silbe. Das war vielen Politikern einfach nicht so wichtig. Die haben das nicht verstanden. Ohne Meinungsfreiheit, ohne Religionsfreiheit, ohne Pressefreiheit habe ich keine Demokratie. Das ist der Kern der Demokratie. Und deshalb müssen wir in dem Haus der Demokratie unbedingt eine Diskussion und eine Darstellung und eine Information über die Rolle der Grundrechte in unserer Demokratie und in unserer deutschen Geschichte finden. Ja, und ich denke, an der Stelle wird auch nochmal die große Bedeutung von Quellen deutlich und wie diese in der Vermittlungsarbeit eingesetzt werden. Genau, also tatsächlich ist die Aufgabe von zum Beispiel Universitätsbibliotheken zunächst einmal für die Forschung, die Dinge zu bewahren, zu sammeln, aber auch übrigens ne, auch das Heutige zu sammeln für die nächsten Debatten in 175 Jahren. Aber wir haben schon in Frankfurt, und das ist durchaus eine Besonderheit, schon vor weit über 25 Jahren angefangen, unsere historischen Bestände zu digitalisieren. Und die große Sammlung zu 1848, die schon seit den 1950ern im Bestand ist, die ist anlässlich des 150. Jubiläums zum Beispiel schon digitalisiert worden und kann, wie gesagt, abgerufen werden. Und jetzt die Schenkung vom letzten Jahr in diese Flugschriftensammlung von Gabriel Rieser haben wir gerade digitalisiert. Und tatsächlich ist das natürlich unsere Aufgabe, das historische Kulturerbe zu bewahren, aber auch zugänglich zu machen. Und natürlich ist dieser Zugang womöglich, und das ist auch im Selbstverständnis der Universitätsbibliothek, weil sie auch in Frankfurt mit der Stadt sehr stark verwoben ist, für die breite Bevölkerung. Und gerade die Digitalisierung ermöglicht da sehr viel. Da muss man sich trotzdem auch viele Fragen stellen, gerade wenn wir über antisemitische Darstellungen nachdenken. Da sind wir auch mit beschäftigt. Und wiederum eine andere Besonderheit der Universitätsbibliothek Frankfurt ist ihre große Hebraica und Judaica-Sammlung, also Sammlung zur jüdischen Geschichte und Kultur, die hier auch neben und in den Frankfurt-Beständen übrigens mit vertreten sind. Und unser Ziel schon sehr lange ist, jüdische historische Erfahrung im Kontext, in der gesellschaftlichen Realität mit eben abzubilden in diesen Sammlungen. Und das hat mich auch als Wissenschaftlerin immer sehr bewegt oder sehr angetrieben, dass die, wie das Herr de Wolf gerade auch beschrieben hat, dass man das sichtbar macht, was so lange verborgen wurde, teilweise ja auch absichtlich, dass jüdische Geschichte und die Frage nach der Stellung der Juden ist eine essentielle auch für die deutsche und europäische Geschichte. Und genau, also das ist letztendlich auch dann unsere Aufgabe, das dann heute nicht mehr in der Rolle der Wissenschaftlerin, aber überwiegend der Sammlungsleiterin, das der Öffentlichkeit und dann auch der Wissenschaft zugänglich zu machen.
Ja, und wie wir gerade gehört haben, gibt es ja auch einen Großteil aus ihrem Bestand bereits digitalisiert, der von zu Hause oder unterwegs erkundet werden kann. Und genau dazu möchte ich an dieser Stelle unsere Hörerinnen und Hörer einladen und natürlich auch dazu mal einen Blick auf die Website zum Podcast der HLZ zu werfen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen beiden für das Gespräch. Liebe Frau Dr. von der Krone, lieber Herr de Wolf, vielen Dank, dass Sie heute bei unserer Pilotfolge mit dabei waren und herzlichen Dank für diesen interessanten Diskurs zum Thema 175 Jahre Paulskirche. Dankeschön. Ich bedanke mich. Ich mich ebenfalls. Das war Folge 1 des Podcasts der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung zu jüdischem Leben, Geschichte und Kultur in Hessen. Mit dem heutigen Thema Kampf um Gleichberechtigung. Der jüdische Abgeordnete Gabriel Rieser in der Paulskirche. Moderation Isabel Gatthof. Studiogäste Dr. Kerstin von der Krone und Abraham de Wolf. Alle Angebote, Veranstaltungen, Publikationen und Online-Formate der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung sowie Unterrichtsmaterialien zum Podcast findet ihr auf unserer Homepage unter www.hlz.hessen.de. Die Hessische Landeszentrale für politische Bildung freut sich über Feedback, Anregungen und Kritik zum Podcast. Schreibt uns einfach eine E-Mail an jüdischesleben@hlz.hessen.de.